So. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Hab ich denn Magnum-Munition da? Lohnt sich dieser Trade überhaupt? Ich habe genau 2 Schuss Magnum-Munition. Lohnt sich also gar nicht. Lohnt sich also gar nicht. Für diese Arbeit braucht es Fingerschkomm jederzeit wieder. Also man könnte schon sagen, das war schon gerade heftig, was abgelaufen ist, aber ich habe das relativ gut gelöst, finde ich. Guck mal, ich habe sogar, hier wird sogar der Weg beleuchtet, alles gut. Gar nicht lange rumgemacht, alle erstmal komplett weggemäht. Und damit halt ein ruhiges Leben, actually. Und wo schreit denn noch einer rum? Kann das denn sein? Mit deinen Kumpels nicht mitgelaufen oder was? Tatsächlich. Der hat den Knall nicht gehört. Der ist einfach hier stehen geblieben. Nö, nö. Was hast du hier bewacht? Ich komme ja nicht mal rein hier. Schön. Macht das Sinn, was ich hier gerade gemacht habe? Glaube nicht, oder? Warum kann ich nicht hier durchhoppen? Geht's jetzt? War das so ein Softlock? Als ob ich hier nicht durch kann. Hä? Come on. Manchmal wohl nicht zu einfach machen hier, aber. Der 5000 Mal hier rumspringen. Das war wieder daneben geschossen. Habe es schon wieder gut hingekriegt. Schön reingelaufen in den Dude. Mega gelaufen wieder. Ja,
Auch spannend, dass sie hier nochmal zweite Weltkriegshelme gefunden haben, die sie sich aufgesetzt haben. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Also wartet schon einer oben auf mich. Hör ich doch schon. Meter zu weit weg, ne? Schön. Ist ja kein Problem. Ich nehme die Waffe nicht, weil ich die mir die Bolzen wieder aufheben will. Nee, nee. Spannend. Was hat er hier wohl gemacht? Keiner weiß es. Einfach hier durchgeguckt. Was hast du den ganzen Tag gemacht? Oh, ich habe durch einen Felsspalt geguckt. Kann man machen, muss man aber nicht. Hat sich ja keiner gehört. Oha, guck mal an. Der goldene Lux. War der eigentlich eingezeichnet? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Gut. Aha, Idioten. Oh. Einer hässlicher. Respekt also dafür, dass da eigentlich was explodiert ist. Hat jetzt nicht so gejuckt, ne? Aber ist ja Standard. Sniper hat er auch noch, okay. Dauert nicht, dass diese Gehirnamputierten sowas auf die Reihe kriegen. Ich gehe mal weiter. Ich bin einfach nur ausgerutscht, okay.
will denn der jetzt hin? Alter, der ist ja ganz sportlich unterwegs. Er rennt jetzt bestimmt wieder da hoch, ne? Soll er mal machen. Er lebt wahrscheinlich immer noch. Muss nicht sein. Ach, kommt mal ein bisschen näher ran. Wieder ein Messer kaputt. Wieder zu langsam, Leon. Aus dem Weg. Mich hätte ja mal interessiert, was der eine. Ja, hier ist wieder dieses scheiß Drecksfass, ne? Ich habe ja schon sowas gedacht, aber ich gucke hier rüber und sehe halt nur ihn hier und er deckt vollkommen das Fass ab. Perfekt, das wäre wieder ein Schuss, zwei Tote gewesen. Nein, das will ich nicht. Das ist mir zu leicht. Ich habe ja hier ein bisschen Anspruch. Kotzen. Spannend auf jeden Fall. Halten Sie Ashley hier fest? Ausstiegs Plätzchen, würde ich sagen. Hier haben wir natürlich keine Explosives, ne? Perfecto Mundo. Ich find's das super, das hat wieder null gebracht, ne? Weil, remember, war eine scheiß Handgranate, die einfach nicht interessiert. Bin einfach wieder aufgestanden. Der war nice. Dann weiß ich ja, was mir nach vorhin fast geblüht hätte. Der hat mir mich mit dem Raketenwerfer weggemacht. Ja, ich habe halt kein Messer mehr. Schön. Okay, auf den Körper schießen geht auch. Gut zu wissen.
Hör dich doch. Eine elegante Krone, die ich wieder mit Sachen setzen kann, die ich nicht habe. Ja, das war's. Schade. Radenski, ja. Muss ich jetzt da unten rein oder muss ich da oben lang? Ich zweifle, dass ich das Tor aufgeschoben kriege. Ganz gefährliche Falle. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so lange heute zocke, Alter. Ich hätte gedacht, ich bin fast durch mit dem Game. Ehrlich bin. Irgendwas, ich glaube, irgendwas sagt mir, dass hier hinter der Tür ein Tier ist. Keine Absicht. Easy. Einfach lautlos. Man hört mich einfach gar nicht. Willst du auch Tears of the Kingdom? Grüß dich, Tony Floro. Nee, habe ich bisher nicht gespielt. Ist das das, wo man so als die Disney-Charaktere spielt? War das das? Da bin ich jetzt völlig daneben.